Augenzeugen auf der ganzen Welt berichten von angsteinflößenden Begegnungen. Etwas hat mich von hinten gestoßen. Und sie sagen, dass sie Beweise dafür haben. Auf Video. Da war es wieder. Auf Fotos. Und Tonaufnahmen. Stimmen, die aus dem Nichts kommen. Ich kann es hören, Sie können es hören. Kann uns die moderne Technologie die Antworten liefern? Eine weitere Gelegenheit, ihre Existenz wissenschaftlich zu beweisen. Monster Quest untersucht einen der blutigsten Verbrechensschauplätze der amerikanischen Geschichte. Mrs. Borden wurde 19 Mal am Kopf getroffen. In dem bekanntesten Spukhaus der Vereinigten Staaten. Hören Sie sich das an. Das sind Geisterstimmen. Auf der ganzen Welt berichten Augenzeugen von rätselhaften Kreaturen. Sind sie real oder nur Einbildung? Die Wissenschaft sucht nach Antworten beim Monster Quest. Über ein Drittel aller Amerikaner glaubt, dass die Geister der Verstorbenen in der Welt der Lebenden wandeln. Ich spürte, wie etwas an meinem Unterschenkel entlang strich. Wir hörten Schritte über uns im Flur und in der Küche. Aus dem Augenwinkel sah ich etwas Blaues an mir vorbeihuschen. Meine Beine hingen aus dem Bett und richteten sich plötzlich von selbst auf. Viele dieser paranormalen Vorfälle sind auf Video aufgezeichnet worden. Ist jemand auf das Kabel getreten? Dieser Mann sagt, dass eine unsichtbare Hand seine Kamera in einem Spukhaus geführt hat. Man kann hören und...
nur Einbildung? Die Wissenschaft sucht nach Antworten beim Monster Quest. Über ein Drittel aller Amerikaner glaubt, dass die Geister der Verstorbenen in der Welt der Lebenden wandeln. Ich spürte, wie etwas an meinem Unterschenkel entlang strich. Wir hörten Schritte über uns im Flur und in der Küche. Aus dem Augenwinkel sah ich etwas Blaues an mir vorbeihuschen. Meine Beine hingen aus dem Bett und richteten sich plötzlich von selbst auf. Viele dieser paranormalen Vorfälle sind auf Video aufgezeichnet worden. Ist jemand auf das Kabel getreten? Dieser Mann sagt, dass eine unsichtbare Hand seine Kamera in einem Spukhaus geführt hat. Man kann hören und